Moin Leute. War auch gut. Was? War auch gut. War auch gut, gell? Ja, Moin das gefällt Leute, mir irgendwie. Und das Leute, das war. gab's noch nie. Das ist hier Alleinunterhalt der Extreme hier. Moin Leute. Ja, vor allem die Motivation von mir, die war doch Ja, grandios. so als hättest du es richtig gewollt. Ja. Hey, hier liegt eine Waffe. Ja, bei mir auch. Ja. Ja, komm, dann schnappen wir uns jeder eine und dann sollten wir vielleicht kurz erklären, was wir hier eigentlich veranstalten. Ja, wenn du tot bist, erklären wir das. Super Pizza Oh nein, oh Gott. Ich treffe mit den großen Waffen einfach nicht. Ja, dann erklär mal. Was denn? Wir haben Ach uns so. einfach vorhin gedacht, wir spielen in letzter Zeit so viel Counter-Strike gegeneinander, da könnten wir ja eigentlich glatt mal eine Aufnahme reinhauen. Das Spiel seit 2 Tagen wieder. In letzter Zeit. Ja, in letzter Zeit, ja. Oh Gott! There's something in the head. Und durch die Stirn in dein Gehirn. Ja. Ich habe aus irgendeinem Grund kein Messer mehr. Das ist ein Gegner. Also bis zur Aufnahme hat es ja eigentlich gut geklappt, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Lalala. Hör dich doch. Lalala. Aha. Geil, ich hab schon wieder hier eine Wirbelsäule, als wäre ich ein V. Der Arsch auf dem Stuhl ist Sicht im Monitor. Laufen wir gerade im Kreis? Och du, ich versuch so alles Mögliche reinzubekommen, so. Ich bin so ein bisschen Ballerina oder sowas. Hallo! Nein! Du Selbstmord! verarscht mich doch, oder? Was verarsche ich dich? Also man muss dazu sagen, der Items, der hat die ganze Zeit fängt er heult der mir die Ohren voll von wegen, er ist übelst schlecht. Und Entscheidet doch selber. Jetzt zweimal Lack hätte und der meinte, ich wäre gut. Also echt Ja, Sorry. ja. Zweimal Lack. Der haut uns alle weg, zeitweise. Ja. Sorry, aber du liefst mir direkt in den Schuss. Das war Ja, nicht, ja, 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 ey. ja, ja. Ach Sorry, nee, das soll ich dir glauben, Mann. jetzt geht er auch noch über B. Oh Mann, oh. Achso, warte, wenn ich jetzt weiß, dass er über B geht, dann wird er von unten kommen. Aber wenn er das weiß, dann wird er. Nein, also, was? Dann mach ich's ganz anders und geh einfach zu A. Du hast mich doch gerade eben gesehen, Mann. Hab ich dich gesehen? Hallo! Oh. Hallo! Ich meine unglaubliche Pistol-Power aktivieren und Nahkampf kommen. Mein Headset hing im Bart. Ah, da kommt er von oben. Das heißt, ich bin im Tunnel, das hast du richtig erkannt. Ja, die Nate ging nur 5 Meter daneben. Nein! Oh, ich Warum kotze gleich, echt. denn? Also Leute, man muss sagen, ich habe dieses Spiel jetzt erst seit 2 Tagen wieder und ich finde es wirklich lustig. Ja, nein, ich find's nicht mehr lustig. Nee, also so von der Physik und so weiter, ich spiele sonst eigentlich Wolf Team, dieses Online-Ding. Und das ist einfach so, wo du hinschießt, schießt du hin. Und hier, ich meine jetzt gerade eben, das war eindeutig ein Kopfschuss bei ihm, also der Hui, Exekution extrem. Aber es hat trotzdem nicht getroffen. Das finde ich relativ interessant. Ja, bei der AWP darfst du eigentlich fast nicht laufen. Deswegen spiele ich lieber mit der Scout, aber auf dem Ding habe ich die Scout nicht. Natürlich. Das Set mit der Scout, das ich mir gemacht habe. Könnte es mir aber eigentlich wieder machen. Das was mit der Scout, was du dir Das gelost Set, hast? das ich mir dem, das Set, das ich mir mit der Scout gemacht habe, Ja, hätte ich mir das gesagt, dann wäre ich zu der CT, ins CT-Team. aber ich kann sie mir doch einfach wieder machen, oder nicht? Was dabei, Ausrüstung, noch eine HE-Granate rein, jetzt auf Speichern bei F und fertig. Na komm.
Oh, jetzt kommt der. Der mit der scheiß Pistole, ey. Welche hast du? Keine Ahnung. Steht das? Ah ja, auch gut. Ich hab irgendeine genommen, die ich schießen kann. War das falsch? Hallo! Oh, du hast genauso gehört wie ich, oder? Ey, du sagst Hallo, ey, ich dreh mich in alle Richtungen, weil ich denk, du stehst hinter mir. Ey, ich bin nur hier unten. Hallo! Ja, ich bin so ein Noob. Ich hätte das Bier weglassen sollen. Aber wenn vorhin schon. Was? Was für eine 4? Das Bier! Achso! Und der Leute, die schießen im betrunkenen Zustand unglaublich gut. Ja, zeitweise ist es bei mir auch so. Aber jetzt gerade irgendwie nicht. Also... Warum schießt du mir immer in den Kopf? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ja, ich finde ehrlich gesagt, ich sag wirklich, das ist Glück. Weil du siehst ja, das ist nur, wenn ich mich auf einen Gegner konzentrieren kann. Für Massenschlachten mäßig bin ich gar nicht ausgerüstet. Ja, da klappt's bei mir besser. Ja gut, vielleicht ist das auch dieser Effekt, wenn 1000 Gegner auf dich zurennen, kannst du nur einmal daneben schießen. Oho! Komisch. Ich dachte schon, was macht die Granate da vor meinem Gesicht? Gar nichts mehr gehört. Ja, hören wird überbewertet, es braucht kein Mensch. Vor allem durch den Counter-Strike. Nein, boah, jetzt kommt der wieder mit der Waffe. Hallo. Der macht mich wieder mit der scheiß Piste fertig. Boah. Das war jetzt ein ganzes Magazin in mich rein, du. Aber wieso eigentlich nicht? Ich dachte, ich treffe gar nicht mehr. Oh ja, 6-6. Hä, wie, warum hast du 7 Verluste? Ahnung. Boah, wo warst du? Ich bin hinter der Kiste gesessen. Wollten wir nicht was ansprechen, wir wollten aber über was reden. Ja, jetzt wissen es die Zuschauer auch, jetzt wissen wir nur nicht das Thema. Ja, also wir haben uns gedacht, wir bieten euch einfach mal was. Ja, genau. So ähnlich wie die ganz großen YouTuber, mit 20 Abonnenten oder 2. Aber mit denen wollen wir überhaupt nicht konkurrieren. Wir bieten euch ab heute Sack Talk. Oh. Hallo! Ja, jetzt reden wir gar nicht mehr. Ja, es ist so, wir haben uns überlegt, es ist langweilig, wenn wir nur spielen. Deswegen machen wir. Zeit drauf gehen. Warum eigentlich doch? Nö, wir sind doch relativ ausgeglichen eigentlich. Und haben also überlegt, was könnten wir uns über unsere Historie erzählen. Also ich meine, ihr kennt uns jetzt ja schon alle ein bisschen länger. Oh Gott! Ihr kennt uns ja jetzt schon ein bisschen länger, fast 2 Tage oder so, die neuen Abonnenten. Ich bin ja immer wieder bei Metal LP so in den Videos manchmal mit drin. Und warum nicht mal ein bisschen was so im Allgemeinen über erzählen, ohne dabei so dramatisch zu klingen wie manch andere YouTuber? Also wir wollen hier jetzt kein Infovideo rausbringen, dass ich 5 Jahre Alkoholiker war, obwohl ich erst 6 bin. Nämlich gar nicht wahr, meine Mutter war Alkoholiker, ich wurde nur bis zum letzten 6. Lebensjahr gestillt. Deswegen also ein bisschen ein paar Themen ansprechen. Und eins dieser Themen, das wir ansprechen wollten, dachten wir heute mal so, wir spielen ein Spiel. Willst du mitspielen, so Style, und jetzt... Mann, der Wallhack weiß echt, wann du kommst. Ich lauf einfach mal weg. Warum habe ich keine Muni mehr? Ich konnte nicht nachladen. Ach, wenn ich während dem Schießen... Während doch nicht. Wir haben das Thema rausgesucht heute, Tobias. Welches war das?
Wie sterb ich am besten? Ja, also, wenn ihr da wirklich Lust drauf habt, dann nehmt ihr am besten einen Augapfel von euch, schneidet ihn behutsam raus. Das ist aber nicht der eklige Teil, sondern steckt ihn in die Mikrowelle und versucht das, was danach rauskommt aus der Mikrowelle, wieder einzusetzen. Wenn man sich jetzt Nein, ist überlegt. das richtige Thema ist natürlich was ganz, ganz anderes. Weil wenn man schon hier Let's Plays macht und alles, dann liegt doch das Ding nahe. Mit welchen Spielen oder welches Spiel war das erste, was man überhaupt gezockt hat? Und allgemein, wie man zum Spielen gekommen ist, natürlich. Ja. Bei mir war es voll unspektakulär. Ich hab einen Gameboy gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Ding überhaupt wollte, aber ich hab's bekommen. Bei mir mit dem Gameboy war eine lustige Geschichte. Mein Vater hatte damals einen kleinen Tante-Emma-Laden in Stuttgart. Also so, wo alles verkauft wurde. Und das erste Produkt, das ich mir kaufen musste, weil ich schon ja Taschengeld bekommen hatte, war für 50 Cent so ein Schockbonbon, wo du so Cola-Geschmack hattest und da so ganz bitter war und dann war das mit so säurige, saurem Zeug gefüllt. Ich habe die Dinger geliebt und habe mir gerade noch das letzte leisten können. Und Und da war der kam auf die Gameboy Straße. drin. Ne, und da und kam ne, die Dinger sind ja winzig klein. Kam auf die Straße und dann war da ein Psoffner und der hat mir gesagt, er will das Bonbon, ich krieg sein Gameboy. Hat er mir ein Gameboy mit drei Spielen für ein verdammtes 50-Cent-Bonbon gegeben. Habe ich neulich erst mit meiner Mutter drüber geredet. Und meine Mutter dann immer versucht, Tetris auf dem Ding zu spielen, das war damit dabei. Und halt hat jämmerlich versagt, jedes Mal. Ja, war das dann auch das erste Spiel, was Nein, du... das war nicht. Tetris habe ich nie gespielt. Ich habe Oh! Tetris immer gehasst. Da ist jemand drauf. Der ist in meinem Team. Ja, und? Schieß ich in den Chris, Kopf? komm! Ja, hau ihn mal raus. Ich habe mit Sven schon abbekommen lassen. Oh! Bin tot. Was dagegen, wenn ich die AWP nicht? Nö, nimm sie ruhig, nimm sie ruhig. Mein erstes Spiel auf dem Gameboy war Super Mario Land. Ewig gezockt. Und jedes Mal jämmerlich versagt. Das weiteste war bei mir dieses Wasserlevel. Aber weiter bin ich nicht gekommen. Das ist so unfair, gell? Was ist unfair? Das Wasserlevel? Nee, das 2 gegen 1. Wieso denn? Ist doch ganz nett. Er hat jetzt einen Gastauftritt auf YouTube. Ja, der wollte. Soll ich ihm mal sagen, dass er Hallo sagen soll? Oh, ich kann auch YouTube. Ich kann auch Painting machen. Oh mein Gott, der will auf mich schießen. Das bin ich. Hau ihn um! Hau ihn doch weg! Pistole! Ich bin tot. Ich glaube, ich komme in der nächsten Runde in ein Team, dann machen wir ihn zusammen fertig. Er sagt nicht Hi, der ist voll unfriendly. Hat er jetzt negativ gesagt oder was? Was? Hat er jetzt negativ gesagt oder was? Weiß es nicht, habe nicht aufgepasst. Dürfen wir den jetzt rechtlicherweise in die Kanaltext schreiben? Nein, Na. liebe Leute, das ist genauso, wenn ihr ein Video schreibt. Treff Oh. mich. Wie ich ein Magazin auf dich feuer und einfach nicht treff. So der Hammer. Ja. Gibst du, das war Absicht? So, jetzt gucken wir mal dem Items zu. Wie er rumzittert. Hey, aber ich hatte so viele, oder was heißt so viele Spiele? Ich hatte einige Spiele auf dem Gameboy. Hey, ich habe Mega Man gehabt. Was habe ich noch alles gehabt? Herkules hatte ich auch. Richtig cool. Wow, Hammer, Herkules. Herkules. Und, ja gut, die meisten Spiele habe ich dann irgendwie von Leuten geschenkt bekommen, wo Gameboy schon wieder out war hier. Da kam dann True Lies und Alien dazu.
Ja. Dann relativ schnell die PlayStation 1 bekommen. Schön mit Formel 1 97. Weil meine Eltern waren ja nicht so begeistert von Ballerspielen. Das ist allgemein alles verpönt, also. So, jetzt klotzt er. Ey, ja, jetzt. Was willst du jetzt machen, hä? Was willst du jetzt machen, hä? Nope. Der hat mir in den Kopf geschossen. Der ist gar nicht so gut. Ja, der tut nur so. Also, der tut nur so, als ob er gut wäre. Ja, also Mimik ist eigentlich so. Wie nennen wir denn sowas in der Art, was wir jetzt gerade machen? Wir wollen euch ja aufklären. Also jetzt nicht aufklären, sondern aufklären. Ja? So ein bisschen was von uns erzählen. Also es ist schon fast ein V-Log, nur irgendwie mit Spieleinfluss. Ich treffe ihn. Der liegt schon. Ja, das war nicht ersichtlich aus meiner Situation. Ja, jetzt mal gucken, wie lange er noch bleibt. Also, wenn er auf Mobbing steht, dann noch eine Weile. Auf welcher Seite ist er denn? Ah, da hinten. Der ist da hinter der Kiste. Ja, ist er immer noch übrigens, gell? Ah, ich glaube, der ist links, genau, links ist er. Da siehst du. Das war kein Campen, das war nur einfach abwarten und gucken, was passiert. Ich campe nicht, ich warte strategisch. Ja, viele sagen ja, das ist taktisches Warten. Ich sag, das ist Warten, was passiert, wenn ich nicht unbedingt geblockt werde. Von meinem Teamkollegen. Ich habe mir selber die Nades entgegengeworfen. Ja, wir wollten die Leute jetzt gerade aufklären, was es jetzt eigentlich ist. Also es ist so ein Mischmasch. Ja, irgendwie ist es schon ein Mischmasch. Wir waren eigentlich mitten im Gespräch und jetzt ist was dazwischen gekommen. Boah. Guck dir den an. Jetzt ist schon wieder was dazwischen gekommen. Schon wieder einer reingekommen, ne? Nein. Ja, ich meine, ich mach's jetzt einfach mal, dafür wirst du mich hassen, Tobias. Ich mach's jetzt mal ganz anders, hier so. Spontanes Themenwechsel. Wir können später wieder über Spiele reden. Jetzt nächste Frage. Was würdest du machen, wenn du Zeitreisen könntest? Was? Warum? Ja, ich habe da so eine Maschine entwickelt. Nee, allgemein mal. Echt? Da erkennt man den Charakter. Bombe wurde gelegt. Ah. Der ist eindeutig bei Y. Oder ich weiß nicht, ich glaube B. Also ich würde jetzt auf jeden Fall A. Der ist bei A. Wo ist denn der Hannes? Das bin ich! Wenn ich Zeitreisen machen könnte. Ich glaube, ich würde eigentlich in die Zukunft reisen. Mal gucken, was so abgeht, weißt du? Und wenn du die Zeit anhalten könntest? Also dich, sagen wir es mal so ganz spezifiziert. Ja, ich bin geblendet. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich bin völlig mit Schugge. Ja, du hast reingeschafft in da. Ich bin schon wieder geflasht. Der kommt. Zeit anhalten. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da kommen wahrscheinlich so ein bisschen die Asozialitäten in einem durch. Aber ganz ernsthaft, wenn so eine Banktüre aufgeht und auf einmal die Zeit angehalten wird, also die Banktüte nicht wieder. Oh verdammt, da ist ja noch einer. Übrigens ist der da gerade. Ich habe den gesehen. Okay, der ist da doch nicht. Der ist bei A. Ach, grad schon, was will der denn bei B? Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Ganz ernsthaft, also bei mir das ist 100%ig sicher. Renn weg. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich geh drauf, yuppie! Oh ne, ich hab überlebt. Ich hab einen Kopfschuss gekriegt.
Gut. Also, ich weiß nicht, soll man einen anderen Server nehmen vielleicht? Warum? Weil mich die Gegner sehr aufhacken. Warum? Ich bin es im Allgemeinen nur von anderen Spielen. Oben, gewohnt. Oben, A, oben. Beide. Bei A oben. Ja. Danke. Hat es aber eine Zeit lang. Wo war da jetzt der Headshot? Wo war da jetzt der Headshot? Ich schieße ihm auf die Füße und Headshot voll ins Knie. Okay, los. Ja, siehst du mal. Das wegen dem Streuen oder? Ich sagte, die kommen wieder über A kurz. Ich sagte, die kommen durch Mitte. Wo ist A kurz, gell? Außerdem, was ich noch sagen wollte, wegen den Zeitanhalten und so, du kannst es nie genau sagen, weil es kommt dann halt auch auf die Situation drauf an. Ey, die sind hier bei mir. Ja, ich sag doch, die sind bei B. Einer ist hinter mir. Oh Gott. Aha. Der kommt jetzt von da, wo du hinguckst. Bin jetzt einfach mal so kackenbeißt und sag das. Dieses Wissen hat mir leider nicht weitergebracht. Sichern und laden. Diese Anweisung von einer virtuellen Figur zu erhalten ist manchmal sehr verstörend. Wir müssen uns zwei eigentlich schon so ein bisschen absprechen, da wir in einem Team spielen. Ja, ich töte den einen, du den anderen. Gut. Die kommen dazu über meine übernehmen. Ich komme über B wieder. Einer auf jeden Fall. Hier gucken, da. Ah, die Hugos, ey. Erster ist gesichtet. Das gibt's nicht. Ich bin tot. Jetzt halt mal noch 7 Minuten durch. Ja, aber ich glaube nicht, dass die dann gehen. Achso, weil dann die Runde vorbei ist, dann können wir den Server wechseln. Ja, genau. Dann können wir endlich. Oh nein. Upsa. Wo steht jetzt? Wie viel? Rotzen um. Wow. Ja. Ich will jetzt die Bombe legen. Jetzt ist der andere wieder weg, der war ein bisschen stinkig, weil ich ihn erschossen habe. Woher weißt du das? Hat er das unterschrieben? Nee, aber wenn man einmal gekillt wird und man gleich lief, dann. Würde ich sagen, das ist. Irgendwie ist die AWP schon ein bisschen overpowered. Ja, schon ein bisschen. Du kannst dem, aber ich meine, sie ist realistisch. Der kleine gehalten. Finger schießen und er fliegt um und ist tot. Ja, also der Rückstoß beim kleinen Finger, ich meine, das ist eine große Arterie, also ist völlig unrealistisch. Theoretisch kannst du dir dein komplettes untere Kinn abreißen, ohne dass du einen hohen Blutverlust hast. Oh mein Gott! Der mit seinen blöden Flashbangs. Oh. Ah. In die Richtung? Ja. Ja, ich kann ihn nicht beobachten. Ich kann nur dich beobachten. Wann, wo er dich umgebracht hat? Ja, A kurz. Wird auch an A blenden, will ich mal. Nein, der wird davon rechnen, dass wir uns absprechen. Meinst du echt? Bombe wurde gelegt. Nein, tut er nicht. Tut mir leid, ich habe ihn für zu intelligent eingestuft. Hattest du jetzt eigentlich auch eine PlayStation 1? Oder ja, was war die erste? Aber was da war deine die erste? Echt jetzt? Wo ich die PlayStation 1 gekriegt habe, war die PlayStation 2 schon draußen. Und als ja, die PlayStation 3 rauskam, habe ich die PlayStation 2 bekommen. Meine allererste Konsole? Ja. Meine erste Konsole war eine Super Nintendo. An die ich mich erinnern kann. Ich glaube, wir hatten davor schon eine. Wollte ich auch immer haben, aber.
Naja, mein Vater war da nicht so begeistert. Und deshalb habe ich keinen Super Nintendo oder Nintendo 64. Ja, ich meine, Super Nintendo hat auch wirklich die Jugend verdorben. Also, ich bin, was ich bin, wegen der Super Nintendo und die Welt dankt mir dafür einfach nicht. Also. Die mir direkt vor die Linse laufen muss. Okay, dann mal los. Ich hatte die PlayStation 1, dann hab ich die, also die habe ich bekommen, wo sie rauskam. Dann habe ich die PlayStation 2 bekommen, wo sie rauskam. Dann habe ich die PlayStation 3, ja, auf Raten gekauft, wo sie rauskam. Boah, ich dachte gerade schon, ich bin tot. Oh, verdammt. Achso, ich dachte gerade schon. Ich kann aber nicht lesen. Oh Mann, der nervt. Deiner Flash? Ja. Schön. Ich glaube, der ist zu A gegangen. Ja. Der ist bei A. Geht in Deckung. Oh. Leute, Leute, Leute. Ich hab keinen Fast Diffuse. Doch, hab ich. Na, ja, dann versuch's. Drück ich hin. Nice. Ich kann nicht lesen. Okay, dann mal los. Ah ja, was kennst du das Spiel Frontschweine? Nein, aber ich kenne den Wolf im Clan Frontschwein. Das war Spiel für PlayStation 1. Das war so cool. Musstest halt so ein bisschen Krieg spielen mit Schweine. War so, ja, du hattest einen Zug, dann hatte der Gegner einen Zug, dann hattest du wieder einen Zug, also, ja. Worms 3D. Nee, Frontschweine. Ja, ja, aber so nach dem Seil. Seil? Style, Stil, Typ. Achso. Dingens, Womens, Needlepits und so weiter. Ich will den Typ jetzt noch einmal legen, bevor es rum ist. Ist schon rum? Nö, noch nicht. Oh, der Flashbang. Geht mir auf den Senkel. Ey, du kleiner Strieger, kannst du mich schießen, oder? Timest du gerade aus? Nö. Ich war nur am Überlegen, ob ich eine andere Waffe nehme. Da kommt schon wieder ein Flashbang. Oh, so. Ein Affe. Okay, dann mal los. Ich muss mich gerade so zusammenreißen, dass ich nicht. Warum nicht? Geh doch einfach mal ab. Nein, ist alles cool. Liebe Allgemeinheit, jeglicher Satz in diesem kleinen Video ist nicht von der GEMA freigegeben. Bedeutet, jegliche Beleidigung kann uns nicht zur Haft gemacht werden. Liebe Eltern, falls Ihre Kinder anfangen, unsere Sprüche nachzusagen, sind sie allerdings Fans und das bedeutet nur, dass sie uns zitieren, aber nicht diese Argumente verstehen. Wo ist denn der Hugo? Schieß weiter. Okay. Das ist eine Dose. Da war eine Dose. So, die letzten 20 Sekunden. Leute, wenn ihr denkt, was für ein Countdown wir hier gerade runterzählen, ist, Ja, komm, zum Abschluss noch ein Headshot. Hier, wo ist er denn? Ja, komm, schieß ihm in den Schädel. Ja, erstmal finden vor lauter Lachen. Oh.
Ah, der Wecker klingelt schon. Der Wecker klingelt schon. Nein! Da gibt der mir einen Headshot. So, hau ihn um. Wo ist er denn? Unten. War er. Bombe wurde gelegt. Na, ich schätze B. Ich weiß nicht. 30 seconds until explosion. 20 seconds until explosion. Nein, ein Millimeter verzogen. Dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme. Ja, würde ich auch sagen. Und wir suchen uns jetzt einfach einen anderen Server und spielen da in Ruhe gegeneinander. Ja, können wir machen. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschö.